Hallo meine Lieben, ich wollte euch doch heute noch mal schnell erzählen, welchen Rosenduft ich heute getragen habe. Und zwar von Kiehl's aus der Aromatic Blends Reihe, der Fresh Rose and Patchouli, beziehungsweise Patchouli and Fresh Rose. Ja, das ist mein heiliger Gral, liebster Rosenduft für immer und immer. Leider gibt es den nicht mehr. Ich habe noch mal ein Backup gekauft, die Flasche ist aber schon gekippt, also keine Ahnung, wie der gelagert wurde. Das ist jetzt noch mein letzter Rest. Ich wollte ihn aber in der Rosenwoche jetzt unbedingt noch mal testen bzw. tragen, bevor ich alle anderen Rosendüfte trage und an ihm messe. Ja, sozusagen. Als ersten Rosenduft gestern habe ich allerdings Stella getragen. Das war mein früherer liebster Rosenduft. Jetzt kommt eben der Kiehl's, kam nun eben heute dran. Und ja, er spiegelt jetzt praktisch meine perfekte Rose wider. Und zwar haben wir hier eine Zentifolie, das ist die Grasrose oder auch Mairose genannt, in einer Kombination mit Bergamotte und Mandarine zu Beginn. Und in der Basis kommt dann eine, ja, schokoladig bis pudrige Patchouli-Note hinzu, sage ich mal. Also der Patchouli ist hier nicht zu holzig, nicht zu muffig, auch nicht hippieartig, sondern hat so diese leicht schokoladigen Anklänge, was ich ganz toll finde. Diesen Duft liebe ich besonders, weil er so unkompliziert und gefällig ist. Wenn ich ja nicht weiß, was ich tragen soll, dann greife ich eigentlich immer zu Rosendüften, weil Rose bei mir ja so eine Duftnote ist, die eigentlich immer geht. Der Stella war mir gestern ein bisschen zu. Ja, also ich sag mal, er ist auch gefällig und kein schlechter Duft, aber er kam mir ein bisschen zu synthetisch vor und das Gefühl habe ich bei diesem hier nie. Also er kommt mir immer sehr natürlich vor. Hier ist auch echtes Rosenöl drin und echtes Patchouli habe ich gelesen. Und ja, was ich aber mit euch noch teilen wollte, beziehungsweise meine Haare nerven mich gerade. Moment. Was ich euch jetzt aber noch zeigen wollte, und zwar waren wir bei der Schwiegermama. Die hat mir noch Folgendes mitgegeben: ihren leeren Flakon von Gabrielle Essence. Also ein paar Sprüher waren noch drin. Ich habe ihn auch noch mal aufgetragen. Irgendwann hatte ich ihn getestet und fand ihn auch ganz schön. Auch schöner als das Original Gabrielle, weil er einfach länger anhält. Er startet jetzt hier. Ich muss mal kurz spionieren. Ja, mit Zitrusfrüchten, roten Früchten. Er startet auch relativ zitrisch und unsüß, fast so eine kleine Spur bitter, wie so, ja, Zitronenschale. Und geht dann in ein cremig-blütiges Herz über mit Tuberosen, Jasmin, Ylang-Ylang und Orangenblüte haben wir hier noch drin. Mittlerweile hat er hier den Drydown erreicht. Ja, so eine leichte Würzigkeit mit Sandelholz, einer minimalen Spur Vanille. Und ja, einem eher hautartigen, aber nicht zu animalischem Moschus. Und ich habe noch Proben mitbekommen. Und zwar einmal von Mugler Angel Aura. Ach Quatsch. Angel Nova, was erzähle ich denn? Also von Mugler Angel Nova. Einmal Idol, das Intense. L'Intense und von Libre auch Eau de Parfum Intense. Den Mugler habe ich schon mal getestet, die anderen beiden noch nicht, aber ich will jetzt alle mal zusammen mit euch sprühen. So sieht der Flakon aus, eigentlich ganz schön. Wir haben jetzt hier in der Kopfnote Himbeere, Litschi, in der Herznote haben wir Damaszenerose und in der Basisnote Akigala Wood und Benzoe. Und Akigala Wood finde ich eine sehr interessante ja, Komponente. Es ist eine Fraktion des Patchouliöls, also das wurde in seine Bestandteile labortechnisch aufgetrennt. Und ja, es hat so eine holzige, fast schon pfeffrige Qualität, was ich sehr interessant finde, in Kombination gerade auch mit etwas süßeren Noten. Aber sprühen wir doch mal. Mein Duft vorhin habe ich auch nur im Dekolleté aufgetragen, aber dadurch, dass es ein Aromatic Mist ist, ist er jetzt sowieso nicht mehr so präsent. Also er wäre jetzt auch schon verflogen. Das ist jetzt 5, 6 Stunden her. So. Vielleicht sollte ich nicht immer in Richtung meines Laptops sprühen, ne? Hier kommt aber auch gar nichts raus.
Ah, jetzt. Angel, no, oh. Mich erschlagen die Bären. Oh, mich erschlagen die Bären. Oh, ist der süß. Oh, ein übersüßer, generischer Damenduft. Ja, Himbeere und Litschi. Litschi mag ich eigentlich ganz gerne. Aber wenn man sie hier noch mit einer fruchtig-süßen Himbeere kombiniert, der riecht auch so ein bisschen für mich, als wäre da Maracuja drin. Das ist jetzt nicht angegeben. Ja, Weiß ich noch nicht. Also, er riecht jetzt nicht zum Davonlaufen, aber es ist für mich eher so ein sehr junger, sehr quietschiger Duft. Aber manchmal entwickeln sich die Düfte ja noch anders bei dem Lolita Land, weil ich ja auch erst so, oh mein Gott, warum ist der so süß? Und dann entwickelte sich da noch so eine schöne pfeffrige Note im Nachhinein. Im letzten Vlog habe ich die getestet. Das verlinke ich mal oben. Ne, hier. Ja, aber ich glaube, der ist mir zu quietschig tatsächlich. So, dann nehmen wir mal den Idol. Auf den bin ich am gespanntesten, weil ich da auch schon die Urversion sehr schön finde. Ich erzähle euch mal, was da drin ist. Und zwar erstmal, so sieht der Flakon aus dazu. Also einfach ja mit einer dunkleren Flüssigkeit. Wir haben hier einen Chypre-Akkord in der Kopfnote, Mandarine und Bitterorange. In der Herznote haben wir türkische Rose, Grasrose Absolue, ägyptischer Jasmin Absolue, ja, nochmal Jasmin Absolue und nochmal Jasmin Sambac Absolue, also Rose und Jasmin könnte man zusammenfassend auch sagen. Und in der Basis haben wir Patchouli, Zeder, Kaschmir, Akazienholz, Sandelholz und Bourbon-Vanille. Und den Original-Idol, den empfinde ich als sehr tragbaren, sehr gefälligen Alltagsduft. Birne ist ja sowieso immer meins. Mit Birne und Rose kriegt man mich meistens und in Kombination. Ja, er legt jetzt keinen großen Auftritt hin. Ich finde ihn auch nicht super edel oder hervorstechend, aber es ist ein Duft, mit dem ich mich immer gut beduftet fühle und bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass er die wenigsten Leute wirklich stört. Er geht so leicht in die schipprige Richtung, ist aber, um wirklich ein Chypre zu sein, ist er viel zu süß, obwohl er nicht so besonders süß ist. Er hat auch noch so eine leichte Frische drin. Aber gut, jetzt geht es um den Idol L'Intense. Den sprühen wir mal hier. Na? Okay, also den Chypre-Akkord vorneweg rieche ich schon mal. Der kommt mir jetzt hier ein bisschen stärker vor als in der Urversion. Der erinnert mich, im allerersten Riechen erinnert er mich an Comme une évidence von Yves Rocher. Was nichts Schlechtes ist. Okay, danach kommt direkt Jasmin durch. Ich glaube, das ist jetzt ein Duft für den etwas größeren Auftritt, wenn, ja, die normale Idol-Version, vielleicht die Tagesversion ist, könnte man den sicherlich am Abend nochmal nachlegen. Ja, er ist etwas süßer. Birne haben wir hier leider nicht drin. Das fällt mir auch direkt auf, dass ich hier die Birne vermisse. Aber gefällt mir erstmal, ja, ganz gut. Würde ich jetzt nicht sagen. Also, schlecht riecht er nicht. Sagen wir mal so, er fällt jetzt weder positiv besonders auf, noch negativ. Aber ja, testen wir mal Libre. Vielleicht bin ich ja hier überrascht. Hier muss ich dazu sagen, dass ich das Original Libre überhaupt nicht leiden kann. Ich würde nicht mal sagen, dass es intensiv riecht, aber es riecht einfach laut. Es riecht einfach so, als hätte man alle Bestandteile hochgetunt. Ich finde dort die Orangenblüten drin total anstrengend in Kombination mit dem Lavendel. Ein absolut anstrengender Damenduft. Ich weiß, er hat seine Fans. Aber gut, jetzt haben wir die Intense-Version, die auch noch ein bisschen besser bewertet ist. So, hier haben wir jetzt auch einfach ein bisschen einen dunkleren Saft drin. Wir haben jetzt hier in der Kopfnote Mandarine, Bergamotte und Schopflavendel. In der Herznote Lavendel, Jasmin Sambac Absolue, Orchidee und Orangenblüte. Und in der Basisnote Vanille, Vetiver, Amber und Tonkabohne. Ich hoffe jetzt, dass der mir ein bisschen besser gefällt als das Original Libre, das ja nicht so mein Fall war. Schauen wir mal. Fang den Duft. Oh.
Ah, okay, da kommt eine Kaugumminote mit Lavendel. Okay, im ersten Moment würde ich sagen, dass er mir angenehmer ist als die Urversion, aber im zweiten Moment sage ich, er ist nicht ganz so laut. Komisch, das soll die Intens-Variante sein, aber ich finde es im Moment nicht ganz so laut und anstrengend wie die Originalversion. Der Lavendel gibt hier mehr Frische als in der Originalversion. Da sind einfach die Orangenblüten viel zu laut. Und für mich hat Jasmin manchmal auch so eine leicht keksteigige Qualität. Die sorgt hier auch dafür, dass die Orangenblüte eben so ein bisschen abgedimmt wird sogar. Ja, die Version finde ich tatsächlich tragbarer und leiser als die Urversion. Ja, manchmal ist es so. Okay, ihr Lieben. Morgen geht's weiter mit der Rosenwoche. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche ich nicht trage. Vielleicht gehe ich aus, vielleicht auch nicht. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie warm die Tage werden. Ich habe ja noch den Wow. Den Wow würde ich mir vielleicht für Freitagabend aufheben und dann ausgehen. Und die nächsten Tage soll es ja auch nochmal wieder wärmer werden. Da würde ich vielleicht den Rose Silence nehmen und auch den Une Tonne de Rose. Die vertragen Wärme, glaube ich, ganz gut. Und der Portrait of a Lady ist meiner Meinung nach auch Temperatur. Unabhängig. Aber checke ich morgen noch mal ein mit dem nächsten Rosenduft.